Ich dachte eben immer, diesen Film werden auch Leute ansehen, die erstmal grundsätzlich gegen Abtreibung sind. Und das ist auch, diese Haltung darf man natürlich auch haben. Und ich möchte auch, dass diese Leute diesen Film sehen. Und dann möchte ich aber es schaffen, dass man mitfühlt mit der Hauptfigur. Obwohl sie etwas tut, was man vielleicht selber verteufelt, muss man mitgehen mit ihr. Julia Jentsch ist eben, was sie wirklich kann, ist, sie kann Gefühle veräußern. Und das tut sie nicht durch Worte, sondern das tut sie durch Verhalten, durch ihre Art. Also sie ist unheimlich emotional und das spürt man in diesem Film. Und mit Piane Mädel war das so, dass ich es wichtig fand, dass die Darsteller drumherum nichts Schweres mitbringen, weil dieses Thema schon so unheimlich schwer ist. Und ich mochte Piane Mädel unheimlich gern in seinen komischen Rollen. Und mir war immer klar, dass der nicht nur komisch spielt, der wird sehr oft sehr für Comedy besetzt, weil er das eben sehr gut kann. Aber ich wusste auch, dass der tragisch spielen kann. Und dann haben wir uns getroffen, dann haben wir ein bisschen was zusammen erarbeitet und es war klar, dass wir das zusammen machen. Und er stand fest vor Julia Jentsch sogar schon.